Hallo, mein Name ist Magdalena Reiter. Ich werde heute durch den Abend moderieren. Ich freue mich sehr, dass wir hier im MetaLab sein dürfen. Also vielen Dank ans MetaLab, dass ihr uns immer beherbergt. Und auch vielen Dank an Herbert und sein Team, die den Livestream zur Verfügung stellen. Wir werden nämlich auch im Radio sein und später im CBA archiviert sein. Vielen lieben Dank dafür. Wer in den sozialen Medien mit twittern oder mitschreiben möchte, der Hashtag ist Netzpad. Also was erwartet uns heute? Wir haben natürlich wieder drei Vortragende, sehr spannende Talks. Der erste von Wolfgang Weidinger zu gesellschaftliche Auswirkungen von Data Science. Der zweite von Michael Schreiber zu kryptopolitischer Medienökonomie am Beispiel Ethereum. Das hört sich für mich sehr kompliziert an, ist aber schon, also ich habe vorhin schon ein bisschen nachgefragt und ist, glaube ich, sehr spannend. Und der dritte von Katja Meyer, die die Frage stellt, was kommt nach Open Access im Bereich Open Science. Danach gibt es wieder Lightning Talks und wer möchte, hat danach noch die Möglichkeit, beim Open Mic Ankündigungen zu machen für Veranstaltungen oder sonst was. Und natürlich im Anschluss gibt es dann Bier. Ja, dann fangen wir gleich an mit dem ersten Talk. Wolfgang Weidinger wird beginnen, zusammen mit seinem Kollegen Martin Scheifele. Die sind beide Mathematiker, wobei du mittlerweile Data Scientist bist. Ja? Sie arbeiten beide in einem Vienna Data Science Group, die es seit 2015 gibt, seit Beginn 2015 und die seither regelmäßig Workshops, Talks und Hackathons macht. Wolfgang, du bist der Präsident, stimmt das? Schuldig. Genau, also bitte erklär uns mehr, erzähl uns mehr von der Vienna Data Science Group.